Es ist gleich wieder soweit. 18 Uhr, Zeit für unser Amazing Grace, Zeit für unser Lied der Verbundenheit. Wie war das früher nochmal? Wie hat diese Dame so gemacht? Klick und es war irgendwie alles gerichtet. Die zauberhafte Genie. Ich bin heute die zauberhafte Tanja gewesen und wir reden heute von Menschen, die irgendwie es schaffen, wie von Zauberhand, dass immer alles irgendwie klappt und gerichtet ist. Ich fand es total lustig, weil ihr ganz oft geschrieben habt, Tanja, du sprichst von dir selber, du sprichst von dir. Und dann musste ich schmunzeln und sagen, ja, ich gehöre auch wohl dazu. Ich bin auch so eine Zauberfrau, die das tatsächlich in den schlimmsten Zeiten irgendwie schafft, Ordnung in alles reinzubekommen und trotzdem dies und das und jenes noch zu wuppen. Und jetzt möchte ich euch mal zeigen, was ich heute gewuppt habe mit meinem Sohn zusammen. Ist cool, oder? Ich werde nachher nochmal Bilder posten, wie das noch vorgestern ausgesehen hat. Gestern habe ich einen Tag Pause reingemacht, weil es mir nicht so gut ging. Jetzt geht es mir wieder super. Auch das gehört zu Zauberfrauen dazu. Wir sind so Stehaufmännchen und uns bringt so lange oder also so schnell bringt uns nichts zu fallen. Und wir werden auch nicht lange. Was guckst du denn immer so? Mein Sohn macht komische Grimassen. Also uns haut nicht so schnell um, wollte ich eigentlich in Wahrheit sagen. Und wenn es uns mal wirklich von den Beinen genommen hat, sind wir spätestens am nächsten Tag wieder da. Da gibt es natürlich nicht nur Zauberfrauen, sondern auch Zaubermänner. Und dann deswegen sagen wir Zaubermenschen dazu. Und tatsächlich musste mein Sohn vorhin grinsen. Als ich dann nämlich hier wieder reingegangen bin, nachdem das fertig ist, hatte ich noch tatsächlich einen Staubsauger in der Hand. Und wie machen das so, die Zauberwesen? Die gehen einmal drauf und ich glaube, das ist ihm peinlich. Aber ihr seht ihn ja nicht, ihn, sondern mich. Und ich spiele heute für all diese Menschen, die es in Corona geschafft haben, so unfassbar viele Rollen gleichzeitig gerecht zu werden. Da gehört meine Freundin Sabine dazu. Da gehört meine Freundin die Katja dazu. Die Verena gehört auch dazu. All die ich jetzt vergessen habe und die Frau, die mir gerade eben eine E-Mail geschrieben hat mit dem Betreff Was für ein Jahr, die erkennt sich jetzt wieder und die gehört auch dazu. Du bist eine Zauberfrau, du wirst alles schaffen, glaub's mir. Das Amazing Grace, das Lied der Verbundenheit mit allen Menschen, bei denen das irgendwie so den Anschein hat, dass alles wie von Zauberhand irgendwie klappt. Auch wir haben manchmal einen schlechten Tag, der kommt aber weniger oft häufig vor. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Aber wisst ihr was?
Das, was ich gerade hier sehe, das bringt mir so viel Freude und das ist nicht so ganz aus Zauberhand entstanden. Da war schon viel Schweiß in unserem Angesicht mit dabei von meinem Sohn und von mir und jetzt werden wir die nächsten Jahre große Freude dran haben. Das wünsche ich euch auch. Freude an eurem Leben. Wir sehen uns morgen wieder um 18 Uhr für das Lied der Verbundenheit, für Amazing Grace. Eure Tanja.